50 Jahre Deutsches Institut für Entwicklungspolitik. Wir befinden uns hier auf der Terrasse vom Hotel Königshof und der Festakt wird hier live vor Ort vollzogen. Die Gäste werden sein der Staatssekretär vom Entwicklungsministerium, der Bonner Bürgermeister und die Wissenschaftsministerin von NRW. Wir werden durch die zwei Tage begleiten, Donnerstag und Freitag, und werden sehen, wen wir hier alles abfangen können, was wirklich für Gäste da sind und was die Entwicklungspolitik heute bewegt. Meine Damen und Herren, das Ziel heißt, die Veränderung der Lebensverhältnisse der Menschen voranzubringen, der Abbau von Armut, das Schaffen von gerechten Strukturen, die Bewahrung dessen, was wir mit Respekt Schöpfung nennen, meine Damen und Herren, sind nicht nur der Grund und die Ursache, sondern ein großes Ziel entwicklungspolitischer Forschung. Auf jeden Fall die geleistete Grundlagenforschung, die es ja auch immer geben muss, kann in diesem Fall nicht nur als solche erhalten bleiben, sondern sie muss sie umsetzen in angewandte Formen und sie muss Alltagstauglichkeit beweisen und damit ihre Überlebensfähigkeit. Und meine Damen und Herren, genau das hat das Institut geschafft. Das DIE bildet eben nicht nur akademisch aus in einem Elfenbeinturm, sondern es führt auch in die Praxis. Und genau darauf kommt es an, dass hier dieses Instrument eben auch für uns in der Politik so hilfreich ist, weil es in die Praxis führt. Wir sind stolz darauf, die Heimat dieses Institutes zu sein. Über 50 Jahre wurden beim DIE Erfahrungen gesammelt, wurde Wissen erschlossen und weltweite Netzwerke aufgebaut. In dieser Zeit und insbesondere unter Ihrer Leitung, sehr geehrter Herr Professor Messner, hat das Institut mehr und mehr eine aktive Rolle in der Diskussion um die Gestaltung der einen Welt übernommen. Sie alle und Ihr Institut sind eine große Bereicherung für den internationalen Wissensstandort Bonn, für das Land Nordrhein-Westfalen. Zum 50-jährigen Jubiläum gratuliere ich Ihnen herzlich und wünsche Ihnen auch weiterhin sehr viel Erfolg für Ihre Arbeit. Wir brauchen Sie dringend. Mit so vielen Einrichtungen, wie sie schon angedeutet worden sind, dem BMZ an der Spitze, der GIZ, Ihnen und vielen, vielen anderen, auch Kompetenzen so zu bündeln, dass Kräfte entstehen, wie sie vielleicht woanders in diesem Land so leicht nicht gebündelt werden können. Und deswegen ist Bonn inzwischen auch sehr stolz darauf, sagen zu können, wir sind so etwas wie ein Zentrum der Entwicklungspolitik und des Denkens darüber geworden. Der Festakt ist vorbei. Wir haben den ersten Tag und ich habe hier den Direktor vom Institut. Hallo. Ja, schönen guten Tag. Sie hatten ja schon gute Gäste, sehr gute. Der Staatssekretär vom Entwicklungsministerium, die Wissenschaftsministerin und den Bürgermeister von Bonn. Wie fühlen Sie sich heute als Direktor? Ja, das ist ein guter Tag. Wir hatten ja viel Zuspruch und haben sehr viel positive Worte über die Arbeit des Institutes gehört. Der Staatssekretär hat unterstrichen, wie wichtig wissenschaftliche Forschung, die Unabhängigkeit des Institutes, auch eine gute Ausstattung für diese Art von Arbeit ist für internationale Kooperation. Von der Wissenschaftsministerin haben wir gehört, dass wir aus ihrer Perspektive zu den führenden Forschungsinstituten in diesem Feld weltweit gehören. Das ist wichtig. Sie ist die Wissenschaftsministerin und ihr Wort, das zählt. Und das ist eine sehr gute Rückmeldung. Und der Bürgermeister hat unterstrichen, zu Recht übrigens, dass dies ein wunderbarer Standort für internationale Kooperationsforschung ist, weil wir so unendlich viele internationale Organisationen hier vor Ort haben, mit denen wir auch eng vernetzt sind. 50 Jahre DIE, selbst waren Sie 10 Jahre dabei. Und können Sie kurz rückschauen und vielleicht auch einen Schwenk nach vorne sehen? Was haben Sie geschafft und wo sind noch Baustellen?
Ja, das Institut hat heute ganz andere Aufgaben, als das noch am Anfang des Institutes der Fall war. In den 60er Jahren gab es eine ganz klare Unterscheidung zwischen Entwicklungsländern und reichen Ländern. Das Institut war Teil dieses Settings. Da wurden Konzepte entwickelt im DEE, die dann übertragen werden sollten in Ländern rund um den Erdball. Und heute müssen wir sehr intensiv mit Forschungseinrichtungen und Forschungs- und Beratungseinrichtungen in Entwicklungs- und Schwellenländern gemeinsam arbeiten an Lösungen, die dann in diesen Ländern Anwendung finden können, aber häufig genug auch bei uns Anwendung finden können. Wir haben Forschungsprojekte, in denen wir uns mit Energietransformation beschäftigen, also Klimapolitik und Energiepolitik zusammenbringen. Das ist genauso relevant für China, Brasilien, Ghana und Deutschland. Also wir haben hier ganz andere Forschungsansätze und dieser Trend wird ganz sicher weitergehen. Und wenn das DIE eine Person wäre, was würden Sie ihr wünschen zum Geburtstag? Dass DIE eine Person wäre? Ich würde ihr wünschen, dass sie aus allen möglichen Ländern der Erde Glückwünsche bekommt zum 50. Geburtstag. Dann kann man nämlich daran messen, ob man international auch wahrgenommen wird. Wenn wir nur deutsche Glückwunschkarten bekommen hätten, wäre ich sehr traurig gewesen. Wir sind auf dem Boot der Rheinprinzessin auf diesem schönen Rhein. Und hier wird jetzt gefeiert auf den ersten Tag. Es wird getrunken, gegessen, die Leute haben Spaß. Panel 1 haben wir abgeschlossen, den Festakt auch. Morgen geht es weiter mit Panel 2, Panel 3. Wir sind gespannt, haben viele schöne Interviews parat. Schönen guten Abend. Ja. Und dürfte ich mich dazu setzen? Ja, aber bitte. Ja. Gerne, ja. Sie haben den ganzen Tag verfolgt? Wir haben den ganzen Tag verfolgt, ja klar. Was haben Sie mit dem DIE zu tun? Also ich selbst bin in den ersten Kurs eingestiegen als Teilnehmer. Und das war 1965. Also ist schon lange her. Und mitten im Verlauf des ersten Kurses wurde der Posten des Ausbildungsleiters frei und da hat man mich gefragt, ob ich das nicht machen will, weil ich Pädagoge bin. Und ich sagte, ich mache das. Ich war eigentlich im Schuldienst und bin dann da hängen geblieben. War es im Nachhinein eine gute Entscheidung? Das war im Nachhinein für mich die richtige Entscheidung. Ich bin ja von Haus aus Pädagoge, habe da vorher Gymnasiasten unterrichtet und hatte plötzlich Erwachsene, so wie Dieter. Und viele andere, also die meisten, die hier sind, kenne ich aus meinem Kurs. Ne? Ich kann nur bestätigen, dass es eine hervorragende Wahl war, ihn zum Ausbildungsleiter zu machen. Ja. Er war wirklich ein bisschen die Seele des Geschäftes in Berlin. Was ist es für Sie für ein Gefühl, 50 Jahre DIE und Sie haben so viele Jahre davon miterlebt? Also der Punkt war, als wir damals angefangen sind, da gab es einen Theoretiker, der hieß Rostow, der sprach davon, die Entwicklung ist wie so ein Flugzeugstart. Das Flugzeug braucht lange, bis es so anläuft und dann startet es und dann fliegt es selbstständig. Und wir haben gedacht, wir machen das Geschäft so 10 Jahre, dann sind alle selbstständig und alle Entwicklungsländer kommen auch ohne uns aus. Haben dann sehen müssen, da haben wir uns schwer getäuscht. Ne? Denn das Programm, das wir heute gehört haben, sagt, wir haben die nächsten 50 Jahre auch noch zu tun. Es ist natürlich ein schönes Gefühl, wenn man immer noch leben darf und sieht, was aus dem, was man mal gegründet hat, und ich bin Gründungsmitglied sozusagen, im Ausbildungsbereich zumindest, was nach 50 Jahren raus geworden ist, und ich bin stolz auf diesen Laden. Da könnte man fast ein bisschen neidisch werden, aber stoßen wir an auf 50 Jahre DIE. Wo Sie recht haben. Zum Wohl. Zum Wohl. Es ist inzwischen schon ein bisschen später geworden. Wir sind immer noch auf der Rheinprinzessin und sprechen jetzt mit der stellvertretenden Direktorin Imme Scholz. Hallo. Guten Abend. Haben Sie persönlich so ein Herzensthema? Ja, meins ist natürlich die Situation der Umwelt. Also ich habe immer zu Fragen an der Schnittstelle von Umwelt und Entwicklung gearbeitet. Und insofern, ja, das ist wirklich ein Herzensthema. Aber Umwelt ist, glaube ich, schon so ein Kampf gegen Mauern, gerade in der Politik. Ich verstehe es mal so. Wenn man
ernsthaft darüber spricht, unser Wirtschaften, unser Leben, unsere Gesellschaften umweltverträglicher zu gestalten, dann fordert man von der Politik und von den Menschen, dass sie in wesentlich längeren Zeiträumen denken. Dass sie also tatsächlich nicht nur sagen, was habe ich davon, wenn ich dies oder das tue in den nächsten 5 Monaten oder 5 Jahren, sondern es geht inzwischen auch um hunderte von Jahren, wenn man an die irreversiblen Folgen des Klimawandels denkt. Und das ist sehr schwer in der Politik einzuführen, weil Legislaturperioden sind halt nun mal 4 Jahre und der Horizont des Einzelnen reicht in Abhängigkeit der Lebensphase unterschiedlich lang. Also als ich jünger war, als ich so alt war wie Sie, da habe ich nicht weit in die Zukunft gedacht oder die Zukunft war unglaublich weit weg. Jetzt bin ich 50 Jahre, genauso alt wie das Institut und ich habe einen Sohn und mir fallen viele Dinge ein, die ich für meinen Sohn, für sein Leben gerne anders hätte und wofür ich kollektives Handeln brauche, gesellschaftspolitische Veränderungen, wo ich mit einem erhöhten persönlichen Einkommen gar nichts machen kann. Und das ist eine ganz andere Perspektive auf Verantwortung und auf Zeit. Und das ist das, was man in der Umweltpolitik braucht. Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank. Gerne. Ja, und das war's auch schon wieder von mir. 2 Tage DEE-Jubiläum sind vorbei. 50 Jahre gibt's schon. Gut gemacht, gut gehalten. Wir haben auch gehört, dass es sich gut entwickelt hat. Es ist viel passiert in letzter Zeit. Wir haben es gehört, es gab gute Vorträge. Wir haben viel gehört über Entwicklungspolitik heute, Entwicklungspolitik früher und wie es in der Zukunft aussehen könnte. Es gab auch viel Spaß, es gab Feiern. Wir waren dabei. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Ich sag Adieu, bye bye und bis in 50 Jahren.